Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Brab Nation Kanal. Und ja, heute geht's mal drum. Meine Felge ist endlich angekommen und wir verbauen die heute. Ich habe jemanden auch mitgebracht. John C. Genau, und dadurch, dass ich keinen Montageständer habe, habe ich mir jetzt einen Dummy dazu geholt, der mir einfach das Motorrad so ein bisschen stabil hält. Es ist einfach nur eine Alternative, wenn man einfach für vorne keinen Montageständer hat. Dann kann man das auch zu zweit einfach easy machen. So, der erste Step ist, dass wir einfach mal das Seil erstmal nehmen und wir binden das hinten auf meinen Montageständer einfach so ein bisschen drumherum, dass es nochmal eine Stabilität bekommt. Das ist so mal der erste Step dazu. So, ich habe das jetzt fertig. Ich habe es einfach nur so ein bisschen drum gewickelt, dass die Hebel einfach so ein bisschen fixiert sind, dass es dann da nicht rausrutschen kann. Mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Zweiter Step ist, dass wir den Motorschutz abbauen. So, der Motorschutz ist jetzt mal unten, aber bevor wir jetzt den Wagenheber drunter schieben und sie hochlupfen, werde ich jetzt erstmal den Bremssattel hier runterschrauben, weil ich sonst die Felge nicht runterbekomme, weil das einfach zu breit ist. Bremssattel ist unten, jetzt tun wir sie mit dem Dummy zusammen hochlupfen und dann können wir das Vorderrad eigentlich schon rausnehmen. So, der Dummy hebt sie jetzt für mich ein bisschen und ich kann sie dadurch ein bisschen lupfen und kann dadurch dann auch super einfach die Vorderfelge rausbauen. Okay, Vorderrad ist jetzt ausgebaut. Ich kann euch ja jetzt mal zeigen, das hebt super fest. Wie läuft es bei dir, Dummy? Geht gut, oder? Perfekt, okay, super. Also so, dann machen wir jetzt halt hier die paar Schrauben, lösen wir einfach, setzen die runter, setzen sie auf die andere Felge drauf. Dann können wir sie schon wieder einbauen. Let's go! So, jetzt kommt die größte Fickerei und zwar die Achse wieder durchzustecken. Das ist einfach das Schwierigste von allem, sonst ist alles so super einfach gemacht. Ihr habt das auch innerhalb von einer Viertelstunde eigentlich umgebaut. Ich musste halt jetzt noch die Bremsscheibe wechseln, aber sonst ist es ja gar kein Problem. Dadurch, dass ich einen Dummy habe, der das mir ein bisschen stabil hält, ist es super. Deswegen, wenn ihr einen Kumpel habt, der was vielleicht sich eine Viertelstunde Zeit nimmt, dann fragt ihn und ihr werdet sicher dankbar sein dafür. Fuck, mit die Kamera. Scheiße, jetzt die Kamera. Jo Leute, ich habe gerade vergessen, die Kamera wieder runterzustellen. Tut mir leid, aber es ist nichts Besonderes. Ich habe sie einfach nur die Achse wieder reingesteckt. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch den Bremssattel montieren und dann ist schon der Reifen gewechselt. Let's go. Bremssattel ist jetzt auch angezogen. Den habe ich genauso wie die Achse und die zwei Schrauben hier. Die sind jeweils mit 45 Newtonmeter im Handbuch angegeben. Genau, das ist eigentlich noch zu machen oder zu beachten. Und dann habt ihr eigentlich schon ein neues Vorderrad drinnen. Mit dem alten weiß ich jetzt leider noch nicht, was ich damit anstelle. So, das war's jetzt eigentlich mit dem Umbau. Ich würde schätzen, ihr braucht so eine Viertelstunde für ein Vorderrad ungefähr. Genau, wenn ihr Hilfe habt, wenn ihr keinen vorderen Montageständer habt, dann ist es super, dann geht das super zu zweit. Deswegen auch nochmal Danke an dich, Dummy, gell? Und genau, ich hoffe, euch hat das Video vielleicht geholfen. Vielleicht weiß ja jemand nicht, wie man am besten das Vorderrad wechselt. Okay, dann sage ich eigentlich nur noch Danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao! Super Sache, super Sache.